Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. So, und wir machen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich hier, oder schauen uns das Programm an, was uns diese kleine Grafik auf den Bildschirm zeichnet. Und jetzt in der letzten Folge haben wir die Punkte gezeichnet. In dieser Folge geht es darum, was passiert in dem Löschen-Befehl, also wie lösche ich die Befehle wieder, die Punkte wieder. Und beim nächsten Video werden wir uns dann hier noch hier unten dieses kleine Überprüfungselement ansehen, was gar nicht dazugehört, sondern einfach für den Programmierer gelegentlich wichtig ist. Und wir gehen in unser Programm hinein. So, und der Befehl oder die Funktion löschen, die deckt sich weitestgehend mit dem, was wir hier unten programmiert haben. So, und ich kann die einfach auch herauskopieren und dann hier oben einfügen. So, das ist das Erste, was man machen kann. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Sachen, die man abändert, auch wirklich alle erfasst. Also hier zum Beispiel das I von hier unten, das muss jetzt hier oben durch das J ersetzt werden. So, und die Farbzuweisung mache ich hier mit Weiß, also ich möchte keine Farbwandlung haben. Gut, ist die Hintergrundfarbe, es soll ja eben gelöscht werden, ne? Diese kleinen Kreise, die ich mir dort draufzeichnen lasse. Und ich habe hier auch, setze ich noch den Stroke, das heißt die Umrisslinie. Das liegt daran, dass die Sinusfunktion nicht sauber arbeitet und dadurch bleiben relativ häufig irgendwelche Reste von diesen kleinen Kreisen stehen. Und dadurch, dass ich noch die Umrisslinie dazu setze, vermeide ich das. Also jetzt braucht mein Löschenbefehl braucht noch eine Verzögerung. Und diese Verzögerung, die kann ich einfach, indem ich diesen Parameter, der hier übergeben wird, das i, wenn ich da keine Verzögerung einfügen würde, dann würde der mir einfach einen weißen Punkt zeichnen. Und zwar den weißen Punkt, bevor der bunte Punkt gezeichnet wird. Das heißt, das wäre völlig witzlos. Dann würde einfach, würde der sämtliche Kreise weitermalen. Das zeige ich euch am besten gleich auch mal. Also ich setze das mal als Kommentar hier oben, diese Sache. Dann speichere ich das ab und lade mal das Programm hinein. So, und jetzt werdet ihr sehen, der wird gar nichts löschen. Beziehungsweise er löscht schon etwas, aber er löscht sozusagen den Punkt, bevor er ihn gesetzt hat. Und das heißt, es wird nur der Hintergrund, also alles, was schon vorher da war, das wird dann weggemacht. So, aber so nach und nach wird dann die ganze Zeichnung oder die ganze Grafik wird dann schön unübersichtlich und auf jeden Fall nicht das, was ich haben wollte. Vielleicht kann man das in einem anderen Kontext verwenden. Hier wollten wir es eigentlich nicht haben. So. Gut, ich setze das wieder rein. Warum funktioniert das? Ist ganz klar, i ist ein Zähler oder abgeleitet von dem Zähler i1, geht fortlaufend nach oben. Und wenn ich jetzt i durch eine Subtraktion kleiner mache, dann wird das eben, hängt das so ein bisschen hinterher. Ne? Also das ist dann einfach ein Stück weit dahinter. So, jetzt kann ich das auch, das kann ich euch zeigen, wenn ich das jetzt hier wesentlich kleiner setze, sagen wir mal ein Hundertstel, dann müsste der auch eine wesentlich kürzere Linie zeichnen, weil der die so wesentlich rascher löscht. So. Und mach das mal. Ja, und ihr seht, ne, also die ist jetzt wahnsinnig kurz geworden. Ihr seht hier diese Linie herumflitzen. Und dahinter folgt dann kaum noch etwas. Ne. Sieht auch nett aus, ne? Also wie so ein kleines, wuseliges Insekt. Jetzt mache ich die ein bisschen länger. Und dann ändert sich auch die Länge von der Linie. Ist immer noch sehr kurz, wie ihr seht. Aber schon deutlich sichtbarer, besser sichtbar. Und mein ursprünglicher Wert war ja hier
0,2 und dann sieht das Ganze so aus. Also mit dem Fehler, dass jetzt eben die Linien, die vorher, also später gezeichnet werden, von dieser Löschfunktion auch gleich mit zerstückelt werden. Aber das ist jetzt so ein Fehler, um den ich mich nicht kümmern wollte. Gut, so das ist im Prinzip das, was unsere Löschenfunktion macht. Die macht fast genau dasselbe wie die Zeichnenfunktion, mit diesen kleinen Unterschieden, dass ich eine Verzögerung eingebaut habe und eben, dass der Farbwert auf Weiß gesetzt wird und die Umrisslinie gezeichnet wird. Also nichts wesentlich anderes. Ihr könntet das Ganze jetzt auch noch auslagern, ihr könntet hier noch eine Extra-Funktion machen, solange man einen Programmcode gut auf einer Seite überblicken kann. Und das kann ich eigentlich hier mit diesem Programm nicht im Video, weil das Video wesentlich kleiner ist als mein Bildschirm. Aber normalerweise kann ich das gut überblicken und dann lohnt sich das, finde ich, nicht, wenn man sich so noch extra Funktionen schreibt, die eben einfach den Programmcode kürzer machen. Aber ich könnte eben tatsächlich hier die ganze Mitte, die könnte ich auslagern, abgesehen von den Farbwerten, weil die ist nämlich hier oben in diesem Funktion löschen und hier unten in der Funktion zeichne es, ist die gleich. Gut, aber das, wie gesagt, das ist jetzt einfach nicht so wichtig. Gut, so, damit haben wir sozusagen unsere gesamte Zeichenfunktion erstellt. In dem nächsten Video zeige ich euch noch, wie ihr hier diese zu überprüfenden Werte mit auf den Bildschirm bringt. Falls ihr mal einen Fehler drin habt und sagt, ich muss jetzt mal gucken, was macht denn mein Programm überhaupt, was steckt da drin. Das ist nur eine Möglichkeit. Eigentlich werden solche Sachen auf der Konsole ausgegeben. Da ich das jetzt hier aber in diesem Videotutorial nicht zeigen möchte, wie man das auf der Konsole ausgibt, werden wir es jetzt eben grafisch darstellen, ne? Weil es geht ja auch um die grafische Darstellung. Gut, falls euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.